Jetzt gucken wir erstmal. Jetzt machen wir hier mal noch. Den wichtigen Part, nämlich die Optikgeschichten. Weil einfach so im Weltall rumfliegen kann ja jeder. Ein größeres Part. Ja, das ist mein Teil, das ich da haben möchte. So. Upp. Jetzt das hier ein bisschen nach vorne noch. Sehr schön. So. Und dann brauchen wir. Sehen, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. So. Ja, Millennium Falcon rausbauen. Genau. Ihr überschätzt gründlich meine Bastelkünste. So, ich habe mich mal so weit aus dem Fenster gehangen, hier so coole Flügelspitzen ranzubauen. Mit der Intention, das Ganze so ein bisschen abgefahrener aussehen zu lassen. Eigentlich hätte ich es gern ein bisschen kleiner wahrscheinlich. Illumard, vielen Dank für dein Follow und ganz, ganz viel Spaß bei den Kybernauten. Und das soll nicht in der Atmosphäre fliegen, um Himmels Willen. Das wäre ein ganz schlechter Versuch. Und nein, ich glaube nicht, dass das einen Wiedereintritt überlebt, ehrlich gesagt. Obwohl es eigentlich Center of Mars, Center of Lift. Das könnte fast fliegen, wenn es noch ein paar Kontrollflächen kriegen würde.
Aber wir machen das nicht. Wir machen das nicht. So. Gut, kommen wir zum Steuerungsgedöns. Damit wir das ganze Ding auch andocken können, brauchen wir dann natürlich noch ein paar. Wait. Ein paar Steuerdüsen. Die bauen wir jetzt mal hier hin. Hier hin. Hier hin. Und dorthin. So. Trompeten-ACS. Was? Die hässlichen Dinger, die versenken. Die hier, oder was? Die sind natürlich auch nicht so unhübsch, ja. Das stimmt schon. Also aus reinen Optikbedenken könnte man die auch mal probieren. Na gut. 10 mal 5. Jawohl. Die da mal ausprobieren. So. Zack, zack. So, die kriegen dann aber alle auch Your Pitch und Roll abgeschaltet. Hey Gamer Circle, welcome. So Gamer Circle is another K-Space streamer, mainly streaming in English. So yeah, give him a warm hello. And yeah, welcome here. Hope your German is quite good. Okay. So, also Actuation Toggles raus. The American thing. So you mean English simplified? Okay. Okay, so, jetzt haben wir das. Was wir noch brauchen, ist dann natürlich Strom. Das ist jetzt die Frage, was wir daraus machen. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht übertreiben. Sondern. Aber das war das Cargo Bay. Zack. Okay. Das sollte es sein, oder? Wir haben vier Leute, die wir transportieren können, plus einen Piloten. Da sollten wir gucken, dass wir vielleicht irgendwie jemand von den Unerschrockenen nehmen. Monopropellant ist drin. Monoprop ist nämlich im Cockpit mit drin. Monoprop ist aber auch in diesem Teil mit drin. Damit haben wir 90 Monoprop. Das reicht für Andockmanöver locker aus. Und das Monoprop kann ich ja auch nachfüllen. Also nicht zu viel mitnehmen. Wenn es euch allerdings beruhigt, kann ich gerne nochmal hier irgendwie einen Monoprop-Tank irgendwo versenken. Das wird dann aber auch unsere Delta V nochmal nach unten ziehen. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob die im Cargo so viel Sinn machen. Ich habe halt schon alles vollgebaut. Da passt nicht mehr so viel. Vielleicht die kleinen.
Okay, mehr Monoprop gibt's nicht. Zack. Kerbin System Shuttle. Zum Thema gute Namen kriegt ihr hier dann die Viper One. Und dann hauen wir das Ding mal auf einen. Auf einen ordentlichen Abstand. Ach, Radiatoren brauchen wir nicht für das bisschen. Das reicht. Das eine Triebwerk ist kein Stress. Also ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber nee, braucht's nicht. Los. Okay. Ich denke mal, wir werden unsere Flügelsektion noch etwas schmaler gestalten. Damit ich es ins Fairing reinbekomme. More Shuttle-like. Ich brauche doch kein Fairing. Das ist ein Argument, aber diese Dinge hier erzeugen Luftwiderstand. Ich werde vorsichtig mit der Aussage, ich brauche kein Fairing. Genau, das hier wird ein Intersystem-Taxi. Also die Möglichkeit, Leute von A nach B zu verbringen. So. Okay, und die soll dafür da sein, dass wir dann im Prinzip zwischen der Kerbin Space Station, Minmus Space Station, Mann Space Station hin und her pendeln können und Leute verteilen. Und wir dann an den jeweiligen Planeten oder Monden uns einen Kopf machen, wie wir zum Boden runter pendeln, sodass wir im Prinzip so eine Art öffentlicher Weltraum-Nahverkehrssystem bauen. So würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Warum sieht's aus wie ein Flugzeug? Warum nicht? Weil es cooler ist, wenn es ein bisschen hübsch aussieht. Du würdest doch auch, wenn du, guck mal, wenn du als Astronaut in der Zukunft in einem super coolen Raumprogramm so wie MIME, einer globalen, solarsystemweiten Kolonisierungsquest angehören willst, und dann kommen die mit so einem ollen Kodderkahn um die Ecke, in den du dich reinsetzen sollst, der einfach nach nichts aussieht, der einfach aussieht, als ob du, wo du schon denkst, so, uah, da würde ich mich nicht mal reinsetzen, wenn man mir Geld dafür zahlen würde. Das fetzt doch nicht. So. Und deshalb gibt's ein hübsches Taxi, damit die Leute schon beim Transfer zur Raumstation denken so, boah, was für ein toller Job. Was für ein toller Job. Bester Job ever. Yeah. Ich hoffe, das erklärt das gut und umfänglich genug. Smells like Booster. Was fetzen würde, wären Beine oder Räder zum Landen? Ich will ja gar nicht landen. Wie man's auch macht, euch macht man's ja eh nicht recht. Deshalb ignoriere ich euch jetzt wieder und baue weiter an meinen Boostern. So, und wir fliegen heute mal wieder mit den großen Boostern. Haben wir lange nicht gemacht. Nope. Jawohl. Das sieht doch gut aus.
So, das strutten wir gegen das Root-Part, dass da kein Gewackel aufkommt. Das strutten wir auch gegen das Root-Part, dass auch da kein Gewackel aufkommt. Space Taxi to the Sky, genau. Ich erinnere mich an dieses Lied. Wir möchten es nicht in diesem Kanal singen. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch das Space Taxi noch in the Sky. Und da können wir tatsächlich mal sagen, dass der Jebediah seinen Job übernimmt, weil ich möchte keinen von euch mit Taxifahrertätigkeiten aufhalten. Wenn jemand sich jetzt allerdings sagt, so, oh, Taxifahrer im Kerbin-Space-System wollte ich schon immer mal sein. Okay, alles klar. Dann sagt mir Bescheid, dann kann ich das gerne einrichten. So, wir haben. Zack. Zack, wofür genau wollt ihr eine Antenne? Das wird von Hand geflogen, das Ding. Antennen gibt es hier nicht. Wir könnten aus Stilgründen eine Antenne ranbauen, wenn euch das irgendwie glücklich macht, aber wir, also brauchen tun wir sie nicht. Atmospheric. Sehr schön. Ich habe leider kein Philosophiestudium, aber Taxifahrer wäre nice. Well played. Ich habe gehört, Germanistik eignet sich dafür auch hervorragend. Wir könnten noch eine Antenne mitnehmen, was dann folgendermaßen aussehen würde, wenn wir das tun. So. Und so, wenn wir rumfliegen, wollt ihr ihm diese Antenne antun oder lassen wir das? Fahrwerk und ein Heat Shield. Ach ja, ihr übertreibt immer so. Das ist nur ein Pendler. Alles ist gut. Und der kann auch mal eine Airbrake machen. Ich finde die Antenne ehrlich gesagt auch echt hässlich. Erinnert ihr euch an Men in Black? Bei Men in Black, ich weiß nicht in welchem Teil, gab es so eine riesige Raupe oder Wurm, die im Untergrund gelebt hat, die so eine kleine Blume oben drauf hatte, die immer aus den Gittern rausgeguckt hat. Daran erinnert mich das gerade unheimlich. Ich finde das optisch echt grenzwertig. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen könnte, was man machen könnte, wenn man es gerade drauf bekommt. Mal gucken. Aber das kriege ich, glaube ich, so nicht aufgebaut. Nee. Ja, alles gut. Wir lassen das einfach so. Das Ding braucht keine Antenne. Es hat andere Sachen. Weiß ich nicht was. Auf jeden Fall. Aber wisst ihr, was wir noch machen können? Wir können noch Positionslichter einbauen, wenn wir die Docking-Manöver machen. Yeah, Lichter. Cool. Zack. Okay. Dann starten wir das doch gleich noch. Die kommen dann weg, der kommt noch weg und dann kommt das weg und irgendwann startet unser Shuttle. Sehr gut. Dann würde ich sagen, letzter Start für heute. Wir bringen das Teil hier noch in den Orbit hoch und machen einen kleinen Funktionstest. In der Hoffnung, dass das in einem Stück oben ankommt. Wenn nicht, war das für Jebediah ein echt kurzer Ausflug. Also raus damit und ja, dann gucken wir mal, ob wir danach unser Pendel-Shuttle haben. Wie lange mache ich noch? 18 Uhr plus minus paar Minuten. Also 10 Minuten. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Wir schauen uns das alles noch an. So,
Das lädt ganz schön lange. Dafür, dass es nur so ein kleines Shuttle ist. Aha, da steht es. So, Jebediah ist am Start. Wie gesagt, ich nehme gerne im Discord oder so Bewerbungen für Taxifahrer entgegen, wenn jemand da besonders viel Wert drauf legt. Und wir starten in 3, 2, 1 und los. Ab geht's Richtung Orbit. So. Genau, ihr könnt gerne noch im Discord vorbeikommen. Ich werde, denke ich mal, nach dem Stream auch nochmal für 10 Minuten oder sowas vorbeikommen, bevor ich mich ums Abendessen kümmere. Genau, und dementsprechend, da ist der Link, den hat der Coffee to Games gerade schon abgerufen. Sehr schön. Ja, und ansonsten sage ich auf jeden Fall schon mal danke, dass ihr heute alle vorbeigeschaut habt und zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sind ja auch echt gut vorwärts gekommen mit der Minmus-Station. Wir nähern uns auch langsam aber sicher dem Duna-Fenster, wo unsere erste Duna-Erkundung stattfindet. So. Und ja, da werden wir dann mal sehen, was da so zu holen ist. Wenn wir eine gute Stelle für eine Basis finden auf Duna, das wäre natürlich schön, weil wir dann im nächsten Startfenster uns auf den Weg machen könnten, um dort zu kolonisieren. Wir müssen allerdings noch ein paar größere Module tatsächlich mal freischalten. Aber mit dem Kram, den wir bisher so haben, medium gut, sage ich mal. Da werden wir nicht lange durchhalten auf Duna. Mit großer Wahrscheinlichkeit. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht langsamer werden. Oh, es reicht aber gerade so. Gut, ich hole die Rakete jetzt mal selber in einen Gravity Turn rein. Das reicht uns nämlich. Okay. Nee, und zum Essen kommt ihr nicht vorbei. Ich soll jetzt nicht böse klingen, aber da teile ich nicht gerne. Das ist schon aufwendig genug, wenn ich für meine Frau und mich kochen muss. Das reicht dann auch. Das reicht dann auch. So. Zack. So, Apo bei 60 Kilometern. Klingt nach, was noch da war. Taxifahrer erst hier im System und dann nach Duna, das wäre was für mich. Naja, du hast ja dann schon einen Job hier im System. Du kannst dich gerne als Pilot für die Duna-Mission bewerben, da sage ich überhaupt nichts gegen. Aber das hier ist eine sehr spezielle Stelle, der Taxifahrer. Der würde dann schon längerfristig hier arbeiten. Ah, 44 Tage hält Jebediah durch. Ohne Kumpels. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen die Nase hoch. Ich bin immer noch ein bisschen weit unten, fällt mir gerade mal so auf. Nicht die tollste Rakete gewesen vom Thrust-Weight-Verhältnis her, aber ich glaube, sie tut ihren Zweck. Ich glaube, sie tut ihren Zweck. Bei Winter wird im Winter gegrillt. Ja, ihr wisst doch, abgegrillt wird am 31.12. und die Grillsaison eröffnet wird am 1.1. Ich verstehe die Probleme nicht dahinter. Ich verstehe die Probleme nicht, die ihr habt. So, jetzt erstmal das Fairing weg. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann nächste Stage. Dann können wir auch unseren kleinen Fighter hier mal direkt auf eine ordentliche, in eine ordentliche Richtung stellen. Gut, dann starten wir mal das Habitat. Der Strom bleibt auch stabil. So, und dann hält der gute Jebediah jetzt hier alleine nämlich schon 107 Tage durch. Und 111 Tage hat er Essen. Kann also durchaus eine Weile überleben.
Reicht ja eigentlich danach direkt mal bei der Space Station vorbeizugucken, ne? Ha, es ist auch als Flugzeug markiert. Sehr schön. Kommt, wir machen ein kleines Docking bei der Station. Das ziehen wir jetzt noch durch, die paar Minuten. Erster Halt ist die Space Station. So, ich bringe uns erstmal auf 80 hoch, das reicht. Das sieht gut aus, dass wir es tatsächlich in Orbit schaffen. Und dann gehen wir mal die Space Station jagen und machen ein Undock-Manöver. Aber dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen ranpirschen gleich. So, zack. Okay, wir sind jetzt 690 Kilometer von der Space Station entfernt. Das wird schnell weniger werden, aber im Moment brauchen wir noch. Genau, das, oh, gab auch nochmal 40.000 zurück von den Baukosten. Gut, wir nähern uns jetzt mal kurz der Space Station an. Und ich denke mal, wir sind jetzt bei 400 und ein bisschen. Ich denke mal, im nächsten Umlauf könnte das klappen. Ah, habe ich doch gerochen. Das sieht gut aus. Klassischer Humantransfer, genau. Mal hingeeyeballt. Okay, das heißt, wir können zum nächsten Manöver warpen. Dann müssen wir ja nicht groß warten, wann die richtige Stelle ist, sondern die richtige Stelle ist da, wo wir dann losfliegen. Hat die Station normale Docking-Ports? Ich befürchte nein. Ich befürchte tatsächlich nein, aber mit ein bisschen Glück habe ich irgendwo einen echten angebaut. Wenn nicht, muss ich das nach und nach fixen. Aber wir fliegen jetzt trotzdem zur Station, um es rauszufinden. Ich glaube aber, ich hatte irgendwo normale an diesen Seitenauslegern dran oder so, mit ein bisschen Glück. Ich glaube, wenn wir eine Chance haben, auf normale Docking-Ports zu stoßen, dann ist das auf der Kerbin Space Station tatsächlich. Weil das die war, wo ich noch am meisten variiert habe. So. Jawohl, Ausrichtung steht. Kurz ans Manöver ran und Feuer frei. Habe ich Kühlung wegen dem Atomtriebwerk? Nee, habe ich nicht, weil ein Atomtriebwerk hier draußen ist kein Stress. Das überhitzt nicht. So schlimm sind die nicht. Da habe ich genug Fläche für. Okay. Dann sind wir hier auf 4 Kilometer ran. Das heißt, wir warpen jetzt mal hier hin. Und dann können wir mal. Also, ich werde das Bremsmanöver gleich noch mit dem Teil hier machen. Aber das wird auch nicht besonders viel sein. Und dann können wir uns den Kram da sparen. Wobei wir das auch betanken könnten. Ich weiß nicht, wie toll das Docking mit so einer Last dran wird. Aber gut, muss man sehen. 2 Minuten und ein bisschen. Da haben wir noch Zeit. Okay, irgendwo ist sie. Da. So.
Gut, 4 Kilometer, relativ gut gestoppt. Dann nähern wir uns der ganzen Sache jetzt mal kurz noch an. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse den Kram hier. Dann können wir mal den Restflug testen, wie es mit dem Shuttle funktioniert. Das war nix. Das war, was ich wollte. So. Gut. Das heißt, wir nähern uns jetzt unserem Ziel an. So sieht's dann aus, unser kleines Shuttle, mit dem wir unterwegs sind. Ich weiß, ich habe da gerade ein bisschen Treibstoff weggeschmissen, aber ich will ja wissen, wie Docking funktioniert. Retro zum Target. Open. So. Dann können wir schon mal unsere Docking-Indikatoren anmachen. Beim RCS ist die Drehung aus, ja. Komplett. So, 1,7 Kilometer. Wir sind in der Endphase der Annäherung angekommen. Station ist auch schon geladen. Ich glaube, das schaffen wir auch noch bei Tageslicht. So, und ich glaube, wir probieren das heute mal in dieser Ansicht zu docken. Was haltet ihr davon? Oder wir machen es aus dem Cockpit. Was habt ihr lieber? Lockt-Ansicht oder Cockpit-Docking? IVA ist das dann aber. I wie Internal. So. So sieht sie aus, unsere Viper 1, unser erstes Orbital-Shuttle. Irgendwie kriege ich es heute nicht hin, den sauber auf Kurs zu halten. Ist auch zu langsam gewesen, was ich da gemacht habe. Muss jetzt noch mal ein bisschen Gas geben für unsere Annäherung. Wäre die Abweichung zu groß, wenn ich zu langsam ranfliege. Also fliegen wir jetzt mal mit 20 Metern pro Sekunde ran. So, jetzt machen wir die Drehung. Also bisher zwei Leute, die sagen, die hätten das gerne in der IVA und einer sagt gelockt, einer sagt, ihm ist egal, Hauptsache es wird gedockt. Das sind Einstellungen von ich hätte gern das eine bis zu völligem Fatalismus alles mit dabei. So. So, und wie ihr seht, wenn ich das jetzt mal anmache hier, also dieses Triebwerk entwickelt bei solchen Burns nicht ausreichend Hitze, dass das zum Problem wird. So. Und ich glaube zumindest, so, und das ist das, was wir jetzt mal prüfen müssen. Ich glaube, dass an diesen Dingern außen normale Ports dran waren. Glaube ich.
Ja, aber Junior. So, jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo ein normaler Docking-Port zur Verfügung steht. Sonst müssen wir das Docking tatsächlich auf nächstes Mal verschieben. Was sind das hier für welche? Construction Ports. Tja. Das sieht nicht so gut aus für uns. Das sieht nicht so gut aus. Da kann Jeb eigentlich nur noch den Funkspruch hinterlassen mit so, yo, da gibt's Docking-Ports, die sind aber klein. Und an den kleinen kommen wir nicht ran. Das heißt, unser Docking wird sich wohl oder übel verschieben müssen aufs nächste Mal. Weil das sind ja auch alles Construction-Ports dazwischen. Und ich wüsste nicht, dass ich irgendwo welche mitgenommen habe. Ja. Also, nächstes Mal heißt es dann, einen Docking-Port mal irgendwann mitbringen. Solange muss Jeb hier auf seinen Einsatz warten. Leider. So leid mir das für Jeb auch tut. So, wir können uns das zumindest mal aus dem Cockpit angucken, wie das für ihn so ist. Jo. Naja, ein Problem. Wir haben ein Docking-Port-Problem. So viel kann man zumindest sagen. Da ist unsere Station. Wir sind also gar nicht so weit davon entfernt. Aber ran können wir nicht. Und ich sag nochmal, vielen lieben Dank fürs Follow an den Miguel. Viel Spaß in Zukunft dann beim Zugucken, weil für heute ist erstmal gut. Unser Raumschiff ist angekommen, unser Taxi. Driftet jetzt neben der Raumstation hin. Und wir müssen uns einen Dockingport besorgen und müssen mal gucken, was wir da machen. Also letzten Endes müssen wir an alle Raumstationen wahrscheinlich entsprechende Dockingports bringen, damit wir die kompatibel zu unserem Raumschiffchen machen für unser Taxi. Das machen wir aber nächste Woche wieder. Wir sehen uns am Dienstag wieder zu Real Solar System. Ich muss mir jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit nehmen, um Cookies Stream anzugucken. Der war heute Morgen leider noch nicht online. Und da geht es dann weiter in Richtung bemannter Mondvorbeiflug. Ja, und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mein Name ist Robert. Und tschüss.